Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ratchet & Clank. Ja, das wäre nochmal so eine Arena, aber das ist uninteressant. Diese Plattformen können mit dem Hyperseil aktivieren. Das Grüne. Genau, wir haben hier keinen normalen Greifhaken mehr. Wir haben hier das Hyperseil. Außerdem haben wir so ein Hacker-Minispiel. Um die grünen Code-Abschnitte zu sammeln. Drücke die Kreistaste, das ist das Hack-Minispiel in diesem Spiel. Ich finde es stinkt langweilig. Blaue Abwehrprogramme können nicht zerstört werden. Aber blaue Abwehrprogramme braucht ihr auch nicht zerstören. Von daher ist das scheißegal. Aber ja, wenn hier zumindest so eine richtig krasse Musikbar wäre oder was weiß ich nicht, dann vielleicht, aber so. Ja, da haben wir so ein blaues. Fungiert wie ein Schutzschild. Heißt der Virus dahinter oder wie auch immer man es nennen möchte. Abwehrprogramm dieses Jahr. Kann ich nicht zerstören. Solange es das Schild halt aktiv ist, aber naja. Wer will das schon? Ich versuch's doch. Drücke die Quadrat-Taste, um die grünen Code-Abschnitte zu sammeln. Drücke die Kreistaste. Drücke die Quadrat-Taste, um die grünen. Warum mir das jetzt allerdings nochmal erklärt wird, ich weiß nicht. Ich meine, ja, es ist die Trainingsrunde für das Gerät, aber. Zu zerstören. Ugh. Blaue Abwehrprogramme können nicht zerstört werden. Ja, ich bleib dabei, ich mag das Minispiel nicht. Liegt auch daran, dass man ständig warten muss. So viele bessere Minispiele von Ratchet & Clank, das mit den Planeten sozusagen, wo man die Dinger verbinden musste, fand ich schon ganz nice. Das hier ist halt so. Ich habe immer das Gefühl, ich drücke da blöder auf den Knopf rum. So. Auch hier gibt es wieder eine Trophäe für eine vernünftig schnelle Runde, sozusagen. Ich habe das Gefühl, es ist besser, wenn man das auch einmal fertig gemacht hat, weil man, ich meine, in diesem Minispiel auch Zeit verbringt, sozusagen. Also es bringt, glaube ich, beim allerersten Versuch nichts. Danach kann man halt die Strecke hier nochmal schnell durchlaufen und dann passt das. Blaue Abwehrprogramme können nicht zerstört werden. Naja. Ja, schön, dass du es mir jetzt nochmal erklärt hast. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein Bug ist oder so, oder nur in der PS3-Version vorkommt, also in der Trilogie, aber meine Herren. Ich denke mir gerade nur, ja, weiß ich. Falls sich jemand fragt, warum da mehr grüne Abwehrprogramme oder was auch immer, oder Codefragmente oder wie auch immer auftauchen als eigentlich benötigt, das liegt daran, dass man aus Versehen diese Dinger auch kaputt schießen kann. Das ist dann halt nochmal so ein kleiner Nervfaktor, sag ich mal. Hat man aus Versehen draufgeschossen und schon steht man blöde da und muss das Fragment sich erstmal wieder erscheinen lassen in dem Sinne und dann einsammeln. Also, im besten Fall passt man auf und sammelt sie halt direkt so, wie sie kommen und dann passt das. Ich bin mir ziemlich sicher, selbst wenn man den Steelpunkt kriegt, sagt sie einem, dass das voll erbärmlich war, also. Gut, wir nehmen dann einfach die Geräte und brechen auf. Na klar, der Zwerg wird auch noch frech. Legst du es auf einen Ringkampf mit Helga an, ja? Mal sehen, wie frech du bist, wenn ich dich verknotet habe. Vielleicht nächstes Mal. Feiglinge! Tada, wir hatten einfach so komisch hingeworfen. Ich bin ganz ehrlich, fand ich tatsächlich schon immer ein bisschen schade. Also ein bisschen hier hasse, bitte danke. Naja,
Planet Dex. Jack und Dexter möchte unbedingt gespielt werden, vom Gefühl her. Ich meine, ich laufe hier durch die Gegend und bam, hier hast du Planet Dex. Gut, es gibt keinen Planet Jack, soweit ich weiß. Also ganz so dringend hat das Spiel es wohl doch nicht von mir, LP zu werden. Aber es könnte mal irgendwann passieren, dann stehe ich blöde da. Muss ich also schon drauf achten. Egal, Planet Dex. Mit Cutscene, ohne Cutscene. Die Einrichtung auf Dex hat zwei Hochsicherheits-Computer-Terminals. Nach meinen Informationen ist eines davon draußen auf den Inseln und das andere im Inneren des Hauptgebäudes. Alles klar. Um Zugriff auf deinen zweiten... Ja, dem Flugzeug weichen wir erstmal aus, weil wir erstmal nicht wirklich viel dagegen ausrichten können. Ich weiß, sieht immer so aus, als würde ich davor wegrennen. Mal abgesehen davon, dass das Spiel aussieht, als würde ich die ganze Zeit einen Speedrun damit veranstalten. Was ich nicht unbedingt tue. Zumindest nicht unbedingt komplett bewusst. Aktiviere das Ding noch bitte, danke. Hast du keine Lust, das zu aktivieren? Was ist jetzt los? Achso, ich muss es gedrückt halten. Pff. Irgendwie eine nicht sehr intuitive Steuerung gerade, deswegen meine Probleme dabei gerade. Warum sind da eigentlich Luftdampf mitten in der Luft? Ich meine, was wollen sie bitteschön mitten in der Luft belüften? Das macht doch absolut keinen Sinn. Ich meine, es muss nicht alles Sinn machen, aber trotzdem ist... Manchmal denke ich mir schon, das wäre ganz nice. Ich wollte schon sagen, ist natürlich blöde, wenn die Dinger nicht treffen können. Weil das Teil zu schnell ist. Dann schieße ich einfach mit meiner Blitzhydra drauf, bis das Ding kaputt geht. Gut, ist der feste Boden, geht tatsächlich niemals kaputt. Das Einzige, was kaputt geht, sind die Ventilatoren da. Und damit kommen wir schon ganz gut klar, würde ich sagen. Jetzt funktioniert so wie mein Daumen, aber nicht so gut. Das große Problem bei dem Teil hier ist tatsächlich, ich kann keinen Schuss abgeben. Also keinen Todesstrahl beim zweiten Mal abgeben, meistens ohne, dass ich den Knopf nochmal gedrückt habe und dabei dann erstmal einen Schuss loslasse. Ich verstehe das, meine ich hoffe mal. Das ist einigermaßen gut erklärt ist. Ich kann das Ding trotzdem treffen. Naja. Das war der Bosskampf hier. Guck mal hier! Scheint ein großer Fan von Courtney Gears zu sein. Courtney wer? Du weißt doch, die Granate, die bei Zerstör deine Welt die Preise verleiht. Ach ja, sehr bemerkenswerte Außenhülle. Klar, es liegt wohl kaum an ihrer Stimme, dass sie die angesagteste Sängerin der Galaxie ist. Merkwürdig. Anscheinend wurde an diesem Rechner kürzlich eins ihrer Musikvideos bearbeitet. Oh, lass mal sehen! Ich meine, vielleicht gibt's uns einen Hinweis. Oder so. Yeah, was geht, Leute? Ich bin Courtney Gears. Fühlt ihr mich, Robot? Ich fühl euch. I see the future, and what do I see? Robots going crazy across the galaxy. Can't stand organics, they're soft and squishy. The time is now, we're robots must be. Wollt ihr frei sein? Dann singt mit mir! Yeah! This goes out to all you robots across the galaxy. It's time for you and me to rise up and strike back. Don't stop until we dominate.
Miss Gears ist wohl mit Nefarius im Bunde. Ja, unglaublich. Die Videos waren immer süß und unschuldig. Bis auf das eine mit dem Ufz, 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 Ufz. Du weißt schon. Vielleicht weiß sie etwas über Nefarius Pläne. Ja, stimmt. Und wenn wir bei Zerstöre deine Welt den Hauptpreis gewinnen, können wir noch mal mit ihr reden. Also, dieses Spiel und sein merkwürdiger Hang zum Sexappeal. Ich weiß nicht, warum das so ist. Oder man Titan holt. Naja, egal. Ihr habt gesehen, wie man drankommt. Ich sammle hier nicht alles ein. Das geht. Das geht. Das geht. Okay, jetzt kann ich es genauso gut einsammeln. Jetzt bin ich schon mal hier. Das war jetzt echt nicht geplant, wenn ich da vom Taxi tatsächlich runterfallen kann. Oh, das ist auch nicht geplant. Krieg ich den Greifhakenpunkt da oben? Nein. Aber wow, ich meine, ich berühre kaum mit meinen, ich nenne es jetzt mal Tatzen. Bäh. Das kann nicht gut gehen, das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht nicht gut. Ich glaube nicht, dass einer von euch Tode zählt, aber man, ich und meine Selbstmordaktion immer. Das geht doch schon wieder nicht gut. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dieser eine Sprung ist merkwürdig. Der sieht besser aus, jawohl. Jetzt sammeln wir ihn ein und dann lass es damit gut sein. Tada! Ich meine, ich werde hinterher meinen Spielstand checken, mit dem ich ja prinzipiell dann eigentlich alles haben sollte. Oder zumindest einen Großteil von allem. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Oder so, aber wenn wir schon mal hier sind. Oh ja, nee, ist klar. Das ist der Kampfroboter, den man mal eben dann mit den ganzen Hosen und alles Mögliche auszieht. Warum auch nicht? Wenn es die Gegner nicht glücklich macht. Naja, du machst das schon genau. Ich bin jetzt zu faul zu kämpfen. Noch stärkere Kanonentürmchen. Finde ich gut. Während die Roboter also hinter mir alles platt machen, weil ich zu faul bin. Dass es überhaupt funktioniert, vor allem, mein Herr. Also richtig gut schießen tun sie nicht. Das sind riesige Schuhe. Tippe die R1-Taste zweimal an, um mit den Stufen. Achso, jetzt bin ich da runtergesprungen, hab die Statue nicht eingesammelt. Ne? Ich bin auch ein Vollidiot. Egal. Ja, wir haben jetzt soeben die Sturmstiefel bekommen. Die sind ganz nett, wenn man, keine Ahnung, backtracken muss, was manchmal sehr, sehr nervig sein kann. Die Dinger können wir uns jetzt also teilweise sparen, weil ich dann einfach so machen kann und ich bin voll weit weg, was hin und wieder auch heißt, ich bin zu schnell irgendwo und knall dann halt mir selber nur mehr Probleme rein. Aber das ist halt eine Möglichkeit voranzukommen. Sagen wir es mal so. Das ist auch noch funktioniert. Entsetzt irgendwie. Das funktioniert.
funktioniert nicht komplett und auch definitiv nicht unbedingt ohne Schaden, aber dass ich so teilweise hier wirklich so durchlaufen kann, ist schon faszinierend. Für diejenigen, die sich wundern, im Normalfall wird das Hyperseil einfach automatisch aktiviert. Ihr müsst da nicht zusätzlich nochmal irgendwas machen. Da ist dann übrigens ein zusätzlicher Bolt, wie man da dran kam, weiß ich aber nicht mehr. Weil ich nur mal gesagt habe, da ist tatsächlich noch ein Titanenbolt. Oh yay, Minispiel, yay, wuhu. Ja, Mann. Ich gehe mit meiner Laterne, meine Laterne mit mir. Das Minispiel ist so langweilig. Ich hole mir gleich ein Bier. Das klingt zwar nicht, aber ist egal. Da, Bimmelrabamirabam. Ja, ich bin ehrlich, ich mag dieses Minispiel überhaupt nicht. Einmal mal diese schönen Rundreisen dabei. Also komplett am Rad drehen und dann passt das. Zack, zack, bam, bam, zack, hier wieder rum und da und hier. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Ja, vielleicht noch nicht ganz. Jetzt aber. Und wir sind drinnen, Scotty. Wir sind drinnen. Drinnen. In gewisser Weise fast schon peinlich, wie ich das jetzt gerade da gemacht habe, nämlich gar nicht. Irgendwie hat dieses Gewehr da ein großes Problem, weil es nichts trifft, aber auch nicht kaputt geht. Besonders ist es nicht kaputt geht, ist gerade irgendwie eher störend als hilfreich. Bitte sehr, ich schicke dir ein handgemachten Todeshandschuh, beziehungsweise ein handgemachtes Todesgewehr. Ah nein, nicht schon wieder. Ist das langweilig oder was, Leute? Sagt es mir doch mal. Ach Mann, oh Mann. Immer wieder, hier dreh ich am Rad. Was witzig ist, weil ich tatsächlich so gesehen einen Zahnrad da oben drehe. Aha, aha. Da konnte man es mal sehen, schön in Action. Wenn ich dagegen baller wie so ein Heini, passiert trotzdem nichts. Und weiter. Weiter, 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 immer weiter. Na. Kein Eindringling. Wenn überhaupt, dann bin ich ein unliebsamer Gast. Das ist dieses große Problem meiner Meinung nach. Das Spiel hat uns dieses super tolle Spielzeug geschenkt und jetzt sagt es, jetzt will ich es aber auch benutzen und zwar so oft wie möglich. Ich meine, wir könnten damit auf andere Planeten zurückkehren, hier und da, und eine andere Tür öffnen. Das ist super. Auf jeden Fall. Aber, naja, das wäre halt egal. Das ist so egal, so richtig kackegal. Will ich eh nicht machen. Nee. Ich meine, ja, wenn ich das Spiel auf 100% spielen würde, würde ich das definitiv machen. Zurückgehen, auf Planeten zurück. Kann man alles machen. Das ist halt nur hier gerade nicht so meins. Wow. Ich meine, immerhin. Im Normalfall, wenn man so eine Grünphase da kommt, dann gibt es auch eine Menge Grün in dem Sinne. Mit diesem Terminal haben wir vollen Zugang zu allen Projektdateien von Nefarius. Hab was gefunden. Ich fürchte, es sieht nicht gut aus. Biobliterator? Versteh schon. Was macht das denn genau? Diese Informationen wurden gelöscht. Oh je. Tja. Und wo ist das Ding? Aufenthaltsort unbekannt. Aber gestern hat ein großes Transportschiff hier abgelegt.
Es ist zum Obani-Mondsystem geflogen. Die Obani-Monde, hm. Tja, dann sehen wir mal nach. So sieht's aus. Tatsächlich ist es das erste Mal, dass wir... statt dass wir... nach einer fertigen Mission zurückkehren zu Phoenix, direkt woanders hin dürfen. Oh, wie schade. Autsch! Hey, Ratchet, was gibt's? Hallo, Skid. Können wir mit Sascha reden? Sascha und Quark treffen sich mit dem Präsidenten. Sie haben mir das Schiff überlassen. Was? Ich meine, ach so, und ist er da? Hat Mittagspause. Helga? In der Sauna. Und was ist mit Quarks Affe? Sag Sascha einfach, dass Clank und ich einer Spur auf den Obani-Mond nachgehen. Die Obani-Monde? Klingt, als könntet ihr etwas Hilfe gebrauchen. Ich pack mein Zeug und treffe euch da. Nein, nein, nein. Na toll. Naja, ein bisschen Hilfe von ihm kann ja nicht schaden. Beim nächsten Mal die Obani-Monde oder in dem Fall Obani-Gemini. Sieht gut aus, ne? Ist ein toller Bildschirm. Ratchet und Clank springen auch morgen wieder über eure Bildschirme und lassen es so richtig krachen. Aber bis dahin guckt doch noch ein anderes Video oder besucht meinen Kanal für zigtausend andere. Außerdem vergesst nicht, mich zu abonnieren für weitere Videos oder besucht meine Facebook-Seite, um mit mir in persönlichen Kontakt zu treten.